Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to the World 2 mit Sparta. So, sorry, dass es gestern kein Let's Play gab. Ich kam nicht mehr dazu. Aber dafür gibt es hier heute eins. So, wir sind jetzt relativ groß, würde ich sagen. Weiß nicht, welche Folge das ist. Ich glaube, zwischen 50 und 60, glaube ich. Und wir sind schon relativ, ne? Wir sind schon relativ weit. So, Sparta lässt grüßen, hatte eine bisschen schwierige Zeit, würde ich sagen. Die Clown haben das eingenommen, die heilen noch ein bisschen. So, da muss ich mal schauen. Dann hier natürlich die Forschung hochtreiben. Ja, das brauche ich dann nicht. Hier auch die Forschung. Forschung. Da habe ich wohl gerade eine Technologie erforscht, die das Ganze erlaubt. So, nochmal die Forschung. Überall die Forschung. Und hier eine Stadt. Da können wir das auch machen. Warte, oder? Wie ist die öffentliche Ordnung? Ist perfekt. Das Problem ist gerade, ich sehe gerade, wir haben nur noch 2 Nahrung. Das ist wenig. Wieso haben wir nur noch 2 Nahrung? Okay, alles nochmal zurück. Weil das kostet pro Ding minus 4 Nahrung. Also kostet 4 Nahrung. Und das wäre auf einmal dann enorm viel. Da muss ich dann aufpassen, dass das Ganze dann nicht Oberhand nimmt, natürlich. Okay. Die königliche Kaserne, 7 Runden. Ja, bis 7 Runden werde ich das wohl noch schaffen. So. Gut. Die ist befördert worden. Dann bitte hier, das da. Irgendwas sind meine Feinde, alles klar. Stimmt, ja. Das wurde ja letzte Runde alles wieder eingenommen, nicht wahr? Genau, weil die da gehen jetzt nach Alexandria und schmeißen die Abtrünnigen raus. Genau, I remember. Gut. So. Sorry. Die Schublade ist einfach so rausgesprungen. Ja, ich bin mal super gespannt, wie lange das Sparta-Video noch läuft. Das können wir automatisch machen, weil die Garnison ist solide. Genau, weil also Makedonien habe ich jetzt fertig gespielt. Also im... Ach so, weil der kam nicht dahinter. Ja, oder hinterher. Aber ja, dann spielen wir das halt. Warte. Okay, der sagt so oder so. Okay, germanische Jugendliche. Aber ich habe Kavallerie. Das Blöde ist, die Kavallerie wurde sogar ziemlich ausgiebig benutzt. Ist jetzt nicht so gut. Oh, der greift in der Nacht an. Das ist also ein Stratege. Interessant. So, Hoplitenband. Okay. Warte, ich mach den General ein bisschen breiter. So. Na komm. Ist immer ein bisschen kompliziert hier in der Stadt.
Ja, genau, das habe ich geklickt. Zu Befehl! Piken Infanterie zu euren Diensten. Wieso machst du es nicht von Anfang an so? Naja, gut, dann ist das schon mal passiert. Die beiden sind, oder die vier sind da, die sind da. Die Steinschleuderer sind, Steinschleuderer sind hier. Die Pferde sind da. Also Moral ist bei allen immer noch sehr gut. Also super gut. Okay. Ja. Wie gesagt, also ich bin gespannt, wie lange das noch geht. Weil Makedonien geht, glaube ich, noch einen Monat. Und dann ist es vorbei. Unser General wird angegriffen. Danke. Genau, also. Warte, ich kann die ja aufeinander aufstellen, dann können die beide schießen. Genau, weil die brauchen noch, also Makedonien läuft noch einen Monat lang. Und Sparta wahrscheinlich auch so. Und dann ist die Frage nach, ja, nach einer Alternativen. Also ich habe die sind echt nervig. Ich habe an sich habe ich eine Alternative und zwar könnte ich das Let's Play von Twitch hochladen. Oder genau, einfach ein neues Let's Play hier aufnehmen. So, das war hier alles andere als optimal. So, aber jetzt sind sie in der Falle. Jetzt sind sie in der Falle. Und wieder raus. Wieder raus, habe ich gesagt. Ist da etwa eine Befehlsverweigerung? So. Okay, das ist natürlich gut, dass die Jugendlichen jetzt im Nahkampf sind. Das ist sehr gut für uns. So, ich glaube, ich greif mal die an. Wobei, nee, geht wieder zurück. Weil da kann ich in den Rücken von denen schießen und das macht am meisten Schaden dann. Genau. Ja, die Jugendlichen sind nicht so super begeistert von der Sache. Die Männer wanken.
Das darf natürlich nicht passieren. Wieder zurück. Ich muss halt schauen, dass die Sperrphalanx hier stabil bleibt. Ich hole jetzt mal die Pferde hier rum. Dann kümmern die sich um die Speerträger hier. Schnell hier, weil die werfen schon. Sehr gut. Jugendliche! Zerstöckelt eure Befehle! Wir erwarten eure Befehle! So, jetzt gehe ich mal ein bisschen aggressiver rein. Da muss ich auch schauen, dass ich den endlich. Endlich fertig bekommen, damit ich hier Druck von hinten machen kann, weil lange halten die es wahrscheinlich nicht mehr aus. Komm schon. Sehr gut, hier weiter, gleich weiter angreifen. So, das ist gut. Das ist gut. Nochmal zurück und dann nochmal rein. So, das ist sehr wichtig hier hinten jetzt. Das ist gut. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Die sind müde, aber es geht noch. Volle kann dann drauf, bitte. So mal mit denen weiter rein zu anzugreifen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das war ein guter Charge. Wieso bist du... Ja, weil du erschöpft bist.
Sehr gut, wieder raus. Ja. Komisch, dass die jetzt von Orange auf Grün sind, nachdem sie gecharged wurden. Nein. Das ist eigentlich relativ unlogisch, aber das ist in Ordnung. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Sehr gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das wäre jetzt echt bitter, wenn ich jetzt noch verlieren würde. Aber sieht so aus. Auch wenn ich es nicht verstehe. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wieso gehen die vor? Aber egal. Come on, come on. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das oh, ist es ist so knapp. Oh. My heroes. My heroes. Oi, oi, oi. Und es war auch sehr gut, dass die in den Nahkampfangriff gegangen sind. Also denke ich mal. Also früher oder später werden die von der Seite E in den Nahkampfangriff gegangen. Also damit die Hopliten ein bisschen dass der Druck halt der bei denen nicht so groß ist. Ja. Gut. Krass. Also ich dachte, wir gewinnen. Aber ich dachte nicht, dass es so knapp wird. Nehmt diesen Zuschuss an. Unsere Schatzkammern sind bis zum... Ja, dann... Also ihr hättet mich nicht angreifen sollen. Dann wären wir im Guten auseinandergegangen. Aber leider habt ihr... ihr wolltet einfach nicht anders. Es tut mir leid. I'm sorry. I'm sorry. Eigentlich nicht. Ich will ja Nabatea haben, also. Spartanische Abtrünnige. Das wird dann interessant, mit Sparta gegen Sparta zu kämpfen. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Es sei denn, der macht jetzt nur Agenten-Action und das war's. Darauf habe ich weniger Bock. Ein edler Tod. Die letzte Mauer. Schwarzes Schaf. Nachdem er den Familiennamen verloren hatte, versuchte der Mann, seine Schulden mit anderen Mitteln zu begleichen. Die ausschweifende Lebensart forderte bald ihren Preis und man fand ihn mit dem Gesicht nach unten im Fluss treiben. -3 Geronten. Weiß nicht, was das ist.
Militärsabotage. Oh, ich will nochmal Militär. Okay. Ausrüstung ist egal. Ah, natürlicher Tod. Okay, alles klar. Natürlich, ja. Minus 29. Das ist Kacke. Minus, ja komm, egal. Minus 29 ist nicht gut. Aber ich hole mir jetzt mal Alexandria zurück. Das bekommen wir ja relativ easy. Verdammt. So, der plündert da. Ausgeglichene Schlacht. Naja, wir haben zweimal Helden Spartas und ganz oft König... Entschuldigung. Das waren Schluckser und ein Huster irgendwie. Irgendwie wusste mein Körper gerade nicht, was er machen will. Ja. Das spielen wir. Seine Stärke ist natürlich, dass er dass er viel Kavallerie hat. Trocken, ja, das gefällt mir. Ich will nicht über den Berg gehen, also ich muss ihn ja angreifen. So. Das sind die spartanische Pik. Ich überlege gerade, wo ich die Helden Spartas hin tun soll. Die sind ja mehr eher die aggressiven, sage ich mal. Also die aggressiven, also das sind eher die, die Damage machen. Ich würde die auf eine Seite tun. Das heißt, ich mache meine rechte Flanke ist defensiv und meine linke ist die aggressive. Genau, das sind die Helden Spartas. So, dann natürlich alle in, ja, die sind schon, und so, genau, das sind die, die alle die Helmbuschen haben, was eigentlich auch historisch nicht korrekt ist, aber alles gut. Das nervt, dass er die Formation manchmal nicht so. Oh. Nicht so ganz getreu nachmacht. So. Wir erwarten eure Befehle. Geschossinfanterie zu euren Diensten. Doppelte Bürgerkavallerie. Ist die Bürgerkavallerie hier? Ah, da. Der General ist, ja, das passt schon. Gut.
So, da kann ich sogar mal die erstmal ausmachen. Ja, die gehen jetzt natürlich nicht mehr. Juhu. Das ist sehr gut. So, da bin ich mal sehr gespannt. Weil es könnte sein, dass man hier sehr gut sieht, was die Achillesferse der Spartaner sind. Das könnte man sehr gut sehen. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. So, ein bisschen Grubelbubel hier. Bisschen krass Grubelbubel. Was läuft denn hier gerade? Was? Achso, die Bürger. Okay. Alter, was für ein Verhau hier gerade. So, das ist mal krass. Unsere Männer fliehen, unser General wird angegriffen. Ja. Alter, was läuft denn hier gerade schief? Das ist ja katastrophal. Komm. Willst du den nicht helfen? Was ist denn los? Uiuiui. Ja, die haben. Das ist eben das Blöde mit den Spartanern. Also die Einheiten, was machst denn du? Die Einheiten halten halt ewig aus. Das stimmt. Aber wenn der Gegner genug Fernkämpfer hat, dann hast du keine Chance. Also mal schauen, ob ich noch eine Chance habe, aber ich glaube eigentlich fast nicht. So. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Kampf. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Der hat halt, kann halt die ganze Zeit reinfeuern.
Aber das finde ich auch wieder krass. Also die königlichen Spartaner, die da waren ja nonstop umzingelt. Und ja. Was machst du? Ach. Einfach nur Dummheit. Und der ist immer noch grün, ne? Also den schert es rein reichlich wenig und der hat noch sau viel, also der ist noch grün. Krass. Okay. Ja, jetzt. Jetzt am Schluss sind halt nur die Fernkämpfer noch da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Und das ist echt interessant, weil jede andere Fraktion wäre schon längst geflohen. Außer vielleicht die Römer noch nicht. Aber jede andere Fraktion wäre sofort geflohen. Bei diesem katastrophalen Start wäre ein Sieg eigentlich kaum vorstellbar. Abgesehen von auch Seleukiden, weil, aus folgendem Grund, weil die haben Kavallerie. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Und da wäre es nicht so, nicht so fatal gewesen. Weil, ja. Gerade ist ja einfach nur sowas von Kuddelmuddel. So. So, naja. Also gewinnen tun wir es auf jeden Fall, aber alles andere als cool. So. Okay. Ja. Also ich weiß nicht, wie ich das noch gewonnen habe, beziehungsweise ich weiß es, weil die Moral von den Spartanern ist einfach krank. Die ist einfach krank. Aber okay, ja. Ich habe Tausende verloren. Das macht dann schon Sinn. 400. Junge. Aber ja, also an alle, so sollte man es definitiv nicht machen. Definitiv nicht. Aber auch, Hauptsache, ich habe die jetzt davon abgehalten, weiter zu das zum Beispiel macht gerade sowas von überhaupt keinen Sinn. Weil ich habe jetzt. Warte, habe ich. Weil ich habe jetzt. Vorhin waren es noch minus 25. Jetzt habe ich die beiden
davon abgehalten zu plündern und jetzt habe ich für, also 10 weniger. Oder war das davor auch schon? An sich müsste es davor auch schon gewesen sein, weil anders macht es überhaupt keinen Sinn. Gut, auf jeden Fall sind wir gerade wieder ein bisschen über die Zeit hinaus geschlittert. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und ja, oder wir sehen uns wieder bei meinem, ja, bei Twitch. Und ja, also wie gesagt, Montag ist kein Roam, sondern andere Spiele. Sind aber auch sehr lustige und schöne Spiele. Also wir spielen East Jade und Acted Out meistens. Und donnerstags, also beide Tage ab 3 Uhr, donnerstags dann Rome Total War. Genau, dann vielen Dank fürs... Ja, ich wiederhole mich. Bye, bye.